Hey, wieder vor der Kamera. Anstatt abgecoacht, habe ich mir gedacht, ich werde mir heute einmal zwecks des 40-jährigen Jubiläums von Super Sentai, ja, diese Serie gibt es schon seit gut 40 Jahren, wird sie ununterbrochen ausgestrahlt. Für die, die nicht so in der Materie drin sind, Super Sentai ist die Originalserie, auf der Power Rangers beruht. Für die, die vielleicht nur auf dem Kanal sind und noch nicht so ganz wissen, was damit anzufangen. Joja hat diese Woche in Japan gestartet und ich habe mir gedacht, ich schaue mir mal gemeinsam mit euch zusammen eine Folge davon an, beziehungsweise die erste Folge. Ich muss dazu sagen, ich habe noch mich kaum gespoilert, ich habe gerade mal einen Trailer gesehen und ich bin mal gespannt, wie die Serie wird. Das ist einfach mal eine Idee, die ich hatte. Ich meine, ich mache das Ganze jetzt schon seit Jahren hier auf diesem Kanal. Und vielleicht interessiert es euch ja, wie ich Serien gucke und ein paar unreflektierte Kommentare dazu abgebe. Dafür will ich mich vielleicht auch mal schon mal entschuldigen, falls da irgendwas kommen sollte, wo das Ganze vielleicht etwas unreflektiert ist. Das sind wirklich meine ersten Reaktionen. Ich sitze momentan einfach am Hörbuch dran. Deswegen habe ich nicht so viel Zeit. Deswegen das wird... keine Ahnung, nicht die Regel sein, aber wenn es euch gefällt, schreibt es mir unten mal in die Kommentare rein. Wir können ja gerne danach in den Kommentaren gerne etwas rumdiskutieren. Dient einfach als kleine Überbrückung dafür, dass ich momentan am Hörspiel sitze und das ist einfach mehr Arbeit, als ich jemals gedacht hätte. Aber na gut, fangen wir an, würde ich sagen. Joja! Ich bin mal echt gespannt, wie das aussieht. Oh, ein Baum. Ganz viele Tierarten. Ganz viele Sachen, die wir nicht wissen. Okay, wir sehen eine Touristengruppe, die irgendwelche Ziegen beobachten. Ich kenne mich mit Tieren absolut nicht aus. Okay, verstehe. Er zeigt halt gerade praktisch den Kindern, die Tiere und erklärt so ein bisschen was, praktisch wie so ein Führer. Und jetzt hat er ein cooles kleines Ei wieder zurück ins Nest gestellt. Oh nein, der Würfel fällt runter. Okay, er ist mit runter gepurzelt, jetzt hat er den Würfel. Oh, jetzt taucht ein riesengroßiger Würfel auf. Riesengroßiger. Ein großer Würfel. Das Ding sieht echt cool aus. Ah, da ist so eine kleine Öffnung in dem großen Würfel. Da muss er jetzt den kleinen reinstecken. Und das macht er jetzt. Oh, jetzt leuchtet der große Würfel noch mehr. Und jetzt wird er in diesen großen Würfel gezogen und scheint auf einem sehr merkwürdigen Trip zu sein. Ja, jetzt kommt er in so einer anderen Welt raus. Er ist übrigens... Entschuldigung, er ist... Joe Red? So, auf jeden Fall der Rote. Und jetzt hat er mit humanoiden Tieren begrüßt. Jetzt sind praktisch diese humanoiden Tiere sind jetzt praktisch Löwe, Tiger, Hai und Löwe? Hab ich das schon gesagt? Okay. Jetzt Multitasking ist echt tricky. Auf den Text zu hören und gleichzeitig. Okay, diese Welt sieht so ein bisschen aus wie Minecraft. Aber. Opening time! Cool! Den Sänger, den kennt ihr. Schreibt es mal in die Kommentare, wer es ist. Obwohl, wer das Video mit mir und Mirni gesehen hat, als wir beim Choice-Sai waren, der müsste es wissen.
Diese Cockpits sehen echt strange aus, ganz ehrlich. Okay. Also man merkt schon, dass man sich sehr auf diese Würfelthematik spezialisiert hat. Auch wenn ich das mag, weil da hast du halt einen Würfel und dann kannst du daraus ganz viele verschiedene Tiere machen. Das Konzept gefällt mir. Doki Doki Dobo Zulando! Oh, jetzt ist Evil Alien Time. Und Überraschung, eins davon besteht aus Würfeln. Uhu. Die Welt sieht cooler aus mit den ganzen Würfeln. Und es ist halt so eine alte Zivilisation, so ein bisschen im Stil gehalten. Das ist sehr naturbezogen. Okay. In dieser Welt leben ganz viele humanoide Tiere. Wie Pandas und Schweine. Ganz viele. Wenn ihr Doki aus Dicker Ranger kennt, so ähnlich könnt ihr euch das vorstellen. Ah, okay, das ist ein Link-Würfel, der halt praktisch die beiden Welten verbinden kann. Ah, okay, und man kann halt nur mit einem passenden Würfel in diese Welt hineintreten. Das wird wahrscheinlich dieser kleine Würfel sein. Deswegen waren auch viele von den Dobutsu, also von den Tieren, nicht in dieser, noch nie in der Menschenwelt. Oh, und jetzt als Kind von einem davon bekommen, wie es aussieht. Elefantenzeit! Wow, Leute, Elefantenzeptchen, ein Elefant, der auf einem Elefant reitet. Jetzt wird er als Dieb hingestellt, mal gucken, wie sich das Ganze auflöst jetzt. Oh, jetzt kommen die Bösen und überfallen sie. Damit wird der Konflikt natürlich wieder unterbrochen. Man kommt nicht dazu, die anderen zu beschuldigen. Ah ne, das ist jetzt in der Menschenwelt. Das könnte ein bisschen kompliziert werden mit der Zeit. Weil man hat nicht so rein optisch so eine Trennung zwischen Dobutsu und Menschenwelt. Also zwischen Tier und Menschenwelt. Entschuldigung, wenn ich immer so zwischen Japanisch und Deutsch hin und her switche. Ist gerade ein bisschen tricky. Oh, und die Pferde wundern sich, die sehen echt strange aus aus einem billigen YouTube-Video. Entschuldigung, ich mag so Acting, aber das Pferdekopf auf Menschen ist irgendwie sehr YouTube-belastet. Okay, jetzt bist du ein Dieb, weil jetzt hast du definitiv den Würfel wieder geklaut. Okay, er flüchtet jetzt wieder zurück in die Menschenwelt. Oh, und die anderen vier werden natürlich mitgezogen. Oh, alles steht in Flammen. Ach hey. Wow, der ganze Wald brennt. Okay, jetzt gehen die Schweife der anderen hoch. Okay. Oh mein Gott, ein Kind fällt hin! Oh, jetzt kommt Red! Ganz ehrlich, dieses Motiv haben wir so oft in Super Sentai. Aber viel Explosion. I like. Ah, okay, sie heißen Disgardian. Das sind praktisch die Bösen. Jetzt haben sie sich vorgestellt. Und sie ballern ganz schön krass auf. Oh nein, sie haben den Linkwürfel zerstört. Ah! Nein.
Ah, okay, sie haben so einen Schlüssel, okay. Vier Schlüssel. Die Musik ist cool. Ich habe eine richtige Gänsehaut. Jetzt verwandeln sich die Würfel. Oh mein Gott, die Würfel sind der Changer. Der aussieht wie ein Würfel. Man kommen sehen können. Tiger! Elefant! Cool, die werden in der Verwandlung von Würfeln umgeben. Wie cool! Der Rollkar ist richtig cool! Hat man wirklich diese Würfelthematik super eingebracht. Entschuldigung, ich fanboy gerade ein bisschen. Jota! Yeah! Doch, I like. Und der Rollkar war ohne Red, muss man dazu sagen. Red guckt einfach nur blöd. Also Red, der noch nicht Red ist. Also. Ich find's cool, man hat die Kämpfe sehr an die Tiere angelehnt. Okay. Sie können sich so riesengroße Klauen machen oder riesengroße Elefantenfüße oder so eine Rückenflosse hat Shark. Joe Shark. Ah stimmt, der ist ein Joe Shark. Jetzt kann ich mich erinnern, der heißt gar nicht Red. Man geht wieder von den üblichen Bezeichnungen so ein bisschen weg, habe ich das Gefühl. Jetzt kommt der Beschützerinstinkt von Red raus. Jetzt werden die ganzen coolen Waffen gezeigt. Da liegt ja noch ein Würfel. Schnapp ihn dir! Los, hopp hopp! Er wird beobachtet. Einen Typen in einer Kutte. Okay, die Bösen haben Jetpacks. Lustig. Na gut, damit sind die anderen etwas im Nachteil, weil sie können ja nicht fliegen. Ich verstehe. Oh mein Gott, jetzt stürzt sich Red dazwischen und rette die anderen todesmutig. Allgemein wird in der Folge nicht viel gesprochen. Ich glaube, ihr müsst nicht mehr auf die Subs warten. Oh. Menschen und Tiere zusammen. Ah. Ich finde super, er weiß ganz genau, welche Taste er drücken muss. Aber okay, gut. Ich meine, es ist Sentai. Und jetzt wundern sich alle, wieso kann ein Mensch denn sowas benutzen? Oh, jetzt geht er ab. Er bekommt Flügel. Yay! Wow! Jetzt besiegt er halt praktisch die ganzen Leute auf den Jetpacks. Oh, tja. Okay, da hat man sich echt Mühe gegeben. Eagle Reiser. Cool, das Schwert ist flexibel. Kann er also auch als Peitsche verwenden. Moment, er sitzt gar nicht auf dem Thron, das ist sein Körper. Wie krank ist das denn? Oder täusche ich mich da jetzt? Doch, tatsächlich. Alter, das ist fies riesig. Okay, jetzt hat sie praktisch eine Münze und steckt sie dem toten Monster in einen Münzenschlitz. Okay, ist so ein bisschen wie in Kamen Rider Oz. Okay, jetzt ist er groß geworden. Überraschung. Leute, das hättet ihr euch echt denken können. Das ist auch seit 40 Jahren schon so. Okay, jetzt kommen die Würfel, praktisch die Mechas. Okay, die Cockpits, da muss ich mich echt noch gewöhnen, dass sie praktisch breitbeinig da sitzen und so einen Würfel vor sich haben. Und praktisch an diesem Würfel immer drehen.
So als Steuerung. Kyubo Tiger sieht cool aus. Ich mag diese Pixel-Optik, die hat echt was. Cool, sie können sich wieder irgendwie Würfelform zusammen machen, damit sie irgendwie was abwehren können. Ist lustig. Der Elefant sieht auch cool aus. Der Elefant kann Sachen mischen. Mit seinem Rüssel. Cube Eagle sieht immer noch nicht besonders gut aus, aber... Naja. Hätte man ein bisschen besser sein können. Weiß nicht. Die Flügel sind ja zu klein. Und der Kopf hätte ein bisschen größer sein können, aber... Oh, oh. Jetzt gibt's den Kartei. Okay, der erste Kartei ist zwischen Eagle, zwischen Shark und Lion. Das ist wieder so eine Kombination, wo ich halt dastehe und mich frage, wieso hat man einen Dreier-Mecha gemacht, wenn das Hauptteam aus 5 Leuten besteht? Nicht, dass ich was dagegen hätte, ich mag zwar Kombinationen, aber dann hätte man es storytechnisch vielleicht auch ein bisschen anders aufziehen können. Vor allem sehe ich halt in der Kombination schon mal, dass halt Red praktisch bleibt als Körper. Zumindest in der 5er-Kombination wäre cool gewesen, wenn man da wenigstens was getauscht hätte. Und bevor irgendwelche Kritiken kommen, ja, ich finde, dass Joe King sehr, sehr von der Aufteilung ist, wie Engine O, beziehungsweise wie der High Octane Megazord aus RPM, aber die Option ist tausendmal besser als zum Beispiel nämlich aus ABBA Ranger, wo 3/4 nur rot ist. Also da gibt's echt schlimmere Sachen, ganz ehrlich. Doch, ich find's ganz cool. Jetzt gibt's Finisher mit Schwert und so. Okay, jetzt stirbt er wirklich. Bäm, große Explosion wie am Ende jeder Folge. Ich hier ein bisschen was trinke, aber ein bisschen warmes zwischendurch ist schon nicht übel. Okay. Okay, sie können also nicht zurück ins Joolando. Also ins Jooland. Ins Beast-Königreich. Bleiben wir bei Joolando. Ah, jetzt haben sich alle gern, das freut mich. Oh, jetzt passiert was. Jetzt sind sie zu Menschen geworden. Also zumindest sehen sie jetzt aus wie Menschen. Okay, Elefant ist ein bisschen merkwürdig. Ending! Sie tanzen wieder. Tanzende Endings sind cool. Dieses Video wird garantiert später gegen mich verwendet werden. Mir macht echt Spaß, ich habe das Ending von Kyoryuger übelst gemocht. Ich mag das Haus Ninja, wo ich immer noch dabei bin, die Staffel nachzuholen, weil ich irgendwie damals absolut keine Lust auf Sentai hatte. Und Ninja ist auch ganz cool gewesen. Kann man sich so richtig mal wie zum Depp aufführen. Aber das Lied ist auch cool. Das ist so ein Lied, was man sich auch auf einen MP3-Player ziehen kann. Das war bei den Ninja irgendwie nicht so, also fand ich zumindest, trifft zumindest nicht meinen Reiz, aber das hier, doch, das passt. Dance, dance. Anoshimi kataiga minna ishonara. Ich kann nicht singen, aber egal. Okay, was sage ich zur ersten Jooja-Folge? Ich will es erstmal bemerkenswert, dass ihr jetzt schon seit fast einer halben Stunde hier seid. Jooja macht mir irre viel Spaß. Übrigens die erste Folge, das ist aber auch ein Niveau, wo ich sagen muss, seid ihr enttäuscht, wenn das nicht jede Folge so ist. Aber es war ein cooler Start, ein Start, der sehr, sehr knackig war, der leicht zu verstehen ist. Also auch wenn ihr keine Subs findet, auch ohne Subs versteht ihr eigentlich auch die Handlung. Es wird kaum gesprochen, die Handlung ist eigentlich sich selbst erklärend. Die Würfelthematik ist ganz cool, ich mag die Optik der Michas, ich mag auch, dass das Team aus diesem Joo besteht, aus diesen Tiermenschen. Finde ich cool.
Die Handlung ist einfach, es macht Spaß, hat ganz, ganz großes Gaoranger-Feeling. Also jeder, der Gaoranger oder auch Polish as Wild Force mochte, wird hier auf jeden Fall auch seinen Spaß haben, denke ich mal. Wie schon gesagt, ist nur die erste Folge, man kann auch die komplette Staffel noch verunzen. War aber cool, in die erste Folge mal reinzugucken. Wenn es euch gefallen hat, ups, jetzt habe ich fast das ganze Ding runtergerissen. Auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich um einen Kommentar freuen. Habt ihr die erste Folge auch gesehen? Lasst uns unten kommentieren. Genau, lasst uns unten kommentieren und lasst uns auch gemeinsam über die Serie mal ein bisschen diskutieren. Weil es ist das 40-jährige Jubiläum. Vor allen Dingen, gerade in diesem Jubiläumsaspekt, was würdet ihr euch gerne erhoffen? Was würdet ihr gerne sehen oder ähnliches? Würde mich mal interessieren. Außerdem, wenn wir schon mal bei 40-jährigen Jubiläum sind, welche Sentai-Staffel habt ihr gesehen? Oder welche Tierstaffel vielleicht? Was gefällt euch an Sentai eigentlich so gut? Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick gewähren. Und wie schon gesagt, ich habe auch ganz viele andere Videoideen, die auch garantiert in den nächsten Wochen vielleicht nicht, aber ab dem nächsten Monat kommen werden. Ab dem nächsten Monat, habe ich auch schon gesagt, wird garantiert auch noch mein Hörspiel kommen. Da werde ich auf jeden Fall auch noch eine kleine Hörprobe mitmachen. Das Ganze ist echt tricky, seid mir nicht böse, wenn es nicht so wird, wie ihr es euch hofft, aber daran können wir arbeiten. So, das gehört aber woanders hin. Ich freue mich drauf, wenn ihr wollt, könnt ihr hier bleiben, könnt noch ein paar andere Videos von mir sehen. Wenn ihr also sehen wollt, ich habe vom Joe Eusai Video geredet, einfach vorne auf das i klicken, ansonsten findet ihr noch drunter mein letztes Video. Und dann wäre ich so im Groben fertig. Ich danke, dass ihr hier da eine halbe Stunde mit mir ausgeharrt habt. Und dann wünsche ich euch was. Wir sehen uns. Ciao, ciao.